can't believe that he just did. Some things he will never forget. Good decisions he made are rare in his life. Consequences will pimp his life. Completely new beginning, give me a fight. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Da ich jetzt ein paar Wochen auf Reisen war und den Meister Frickel besucht habe, was ihr wahrscheinlich nächste Woche sehen werdet, gibt es heute leider mal kein Ausbauvideo, aber ich habe trotzdem was für euch. Und zwar habe ich immer wieder das Problem, wenn ich hier was saugen will, da ich hier an der Hauptstraße wohne, wo man echt blöd ein Kabel rauslegen kann und sowas und ich auch nicht immer Bock habe, zu diesen Saugern an den Waschstationen zu fahren, die zudem meistens nicht so wirklich funktionieren für Hundehaare und sowas. Habe ich Meister Frickel gesehen, der hat einen ziemlich geilen Industriesauger, so ein China-Gerät, einen ganz, ganz kleinen. Und das ist natürlich perfekt, aber da habe ich wieder das Stromproblem. Deswegen habe ich jetzt mal in den paar Wochen gesucht, was es so an Akkugeräten gibt. Und wollte mir eigentlich einen von Bosch kaufen. Bosch hat einen, der kostet so um die 100 Euro. Allerdings braucht ihr das Professional Akkusystem. Und ein Akku mit Ladegerät kostet dann nochmal über 100 Euro, sprich über 200 Euro. Das wollte ich jetzt nicht in einen Akkusauger investieren, den ich halt hier für das Wohnmobil von meinem Kumpel, was ihr ja schon öfter mal gesehen habt, immer mal wieder braucht zum Saugen oder auch für mein Auto natürlich. Deswegen habe ich die ganze Zeit gesucht und habe letzte Woche gesehen, dass bei Lidl kommende Woche am Donnerstag, deswegen kriegt ihr das Video auch heute zu sehen, kommende Woche am Donnerstag ein Akkusauger reinkommt und zwar für Lidls eigenes Wechselsystem. Die haben ja auch so wie Aldi und eigentlich jeder Supermarkt mittlerweile so ein Akkuwechselsystem für Werkzeuge, die immer mal wieder ins Programm nehmen. Und das von Aldi übrigens habe ich mir auch gekauft. Die Werkzeuge habe ich auch bei Meister Frickel gesehen, die sind super. Das nur am Rande, hat jetzt mit dem Video heute nichts zu tun, aber falls jemand von euch Werkzeuge braucht, die kommen immer wieder ins Programm. Das könnt ihr echt kaufen, weil die sind echt super. Leider hat aber Aldi keinen Staubsauger. Und deswegen habe ich die Woche mal so durch Zufall im Onlineshop von Lidl geblättert und habe gesehen, die haben einen, den gab es aber online nicht zu kaufen erstmal. Habe dann mal ein bisschen recherchiert und habe gesehen, der kommt nächste Woche, also am 21.11. kommt der bei Lidl ins Programm. Kostet 69,99, also noch weniger als der von Bosch und es ist schon Ladegerät und Akku im Lieferumfang dabei. Und den Akku solltet ihr zum Beispiel die Werkzeuge von Lidl haben, auch für die Werkzeuge von Lidl benutzen, beziehungsweise wenn ihr schon Werkzeuge habt, könnt ihr auch die Akkus der Werkzeuge für den Staubsauger benutzen. Hier ist jetzt ein großer Akku mit 4 Amperestunden dabei und der soll 20 Minuten halten. Das werden wir mal ausprobieren. Ich bin auch mal gespannt, wie gut der Staubsauger saugt. Das werden wir jetzt heute auch sehen. Ich habe das heute gerade von der Post bekommen, denn es gab ihn dann ein paar Stunden später online zu kaufen. Das habe ich gemacht und deswegen habe ich den jetzt heute schon. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr nicht in den Laden gehen wollt und dort kaufen, könnt ihr natürlich auch im Onlineshop kaufen. Aber ich wollte das jetzt halt schon vorher machen, dass ich euch den zeigen kann, dass ihr beide Varianten nutzen könnt, wenn ihr das mögt. So sieht das aus. Also ihr seht, ich habe die Packung schon aufgemacht, weil ich ja den Akku laden musste und auch gucken, ob alles vollständig ist. Aber wir machen jetzt trotzdem so ein kleines Unboxing, dass ihr seht, was da alles dabei ist. Und da ist echt viel dabei. Noch eine kleine Bemerkung am Rande. Das ist zwar jetzt natürlich Werbung, aber ich habe den von meinem eigenen Geld gekauft. Das ist jetzt keine Sponsoring oder sonst irgendwas. Also Lidl zahlt mir da nichts für, Lidl weiß davon auch nichts. Ich zeige euch den einfach, weil ich der Meinung bin, der ist geil, beziehungsweise weil ich das mit euch testen will, ob er geil ist. Also erstmal haben wir hier ein bisschen Papierkram, also Beschreibung vom Staubsauger, Beschreibung von Akku und Ladegerät. Damit fangen wir auch mal an. Also hier ist das Ladegerät. Hier ist der Akku dafür. Der hat hier auch eine Ladestandsanzeige. Ihr seht also, der ist voll. Den habe ich gerade vorhin geladen. Ich mache jetzt die Packung mal raus und dann räumen wir das mal alles einzeln aus. Also hier ist eine Bodendüse, noch original verpackt. Dazu gibt es dann einen dreiteiligen Rohrsatz, mit dem ihr so ein normales Staubsaugerrohr bauen könnt. Hier ist so eine kleine Düse. Hier ist eine Wandhalterung für den kompletten Staubsauger. Ein Schlauch. Motoreinheit mit Behälter. Dann haben wir eine Fugendüse und so ein Winkelstück. Und was noch dabei ist, ist ein Papierbeutel, wobei ich gar nicht weiß, wofür man den braucht. Denn das ist ja ein beutelloses System hier und innen ist auch ein HEPA-Filter drin. Werden wir aber sehen.
Gucken wir uns das Gerät mal an. Also hier vorne ist das Akkufach. Kann man also aufklappen. Die Folie lasse ich jetzt mal kurz noch dran, weil ich ja noch nicht weiß, ob er gut ist. Also hier kommt der Akku so rein. Ist ein bisschen frickelig mit einer Hand, aber was mache ich hier alles für euch? Also sitzt, Deckel zu. Also läuft auf jeden Fall. Hier oben neben dem Schalter seht ihr sogar noch, hier ist sogar noch eine separate Anzeige für den Akku. Sehr cool. Was noch ganz nett zu erwähnen ist, hier ist noch ein separater Anschluss für den Schlauch. Also hier für den. Dann könnt ihr den Staubsauger als Gebläse nehmen. Also auch nicht unbedingt dumm. Wenn man mal irgendwas ausblasen muss oder sowas, kann man ihn auch benutzen. Aber wir wollen ja saugen. Da ist die Öffnung hier vorne am Behälter. Geht böse rein, aber das ist auch gut so. Da rutscht es doch nicht raus. Nee, ich stecke das jetzt mal kurz zusammen und dann gehen wir rüber an das Wohnmobil. Das ist nämlich noch ganz schön dreckig und dann probieren wir aus, wie der saugt. So, also ich habe jetzt Schlauch zusammengesteckt mit diesem Winkelstück. Habe diese normale Haushaltsdüse, nennen sie das. Also das ist halt so eine kleine Düse, die halt auch dafür da ist, denn ja, bei Autositzen und sowas halt, dass man den Dreck gut aufsaugen kann. Und was ich noch mitnehme, ist die Polsterdüse und damit gehen wir jetzt mal rüber zum Wohnmobil. So, also er ist auf jeden Fall sehr klein und handlich, das fand ich jetzt schon mal sehr cool. Ich hoffe, dass ihr das seht. Also ja, wunderbar. Es geht, also es ist nicht so schlimm jetzt, aber es ist auf jeden Fall hier dreckig und das ist auch gut so, denn dann können wir das ausprobieren. Das Wohnmobil war ja zusammen mit dem Sascha, mit mir bei Meister Fricke, weil wir ja da am Dach was gemacht haben. Das seht ihr, wie gesagt, vermutlich nächste oder übernächste Woche. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Mir geht es ja jetzt darum zu testen, ob wir diesen Dreck hier rauskriegen. Deswegen wird es jetzt kurz laut und ich sag mal nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist sauber. Also da ist jetzt wirklich kein Krümelchen mehr an diesem Teppich und das hat er wirklich gut gemacht. Das war jetzt auch keine große Anstrengung. Das Ding kann man tatsächlich Industriesauger nennen. Ich werde das Ganze jetzt bei mir im Auto noch probieren. Bei mir ist noch ein bisschen mehr Dreck mit den Hundehaaren. Und dann gucken wir mal, wie er sich da schlägt, weil das ist tatsächlich meistens das, an denen sich diese Geräte ihre Meister machen. Thank you.
Ja, also ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigt jetzt, ich habe natürlich jetzt nicht ganz sauber gemacht, weil das geht mit der Kamera in einer Hand und dem Sauger in der anderen halt echt schwierig für mich, zumal ich gerade die sitze, denn die Huskyhaare sind wirklich extrem hartnäckig und normalerweise mache ich das mit einer Kleiderbürste in der einen und einem Staubsauger in der anderen, was geht natürlich nicht, wenn ich dabei filme. Mir ging es jetzt nur mal darum zu testen, ob dieser Sauger das tatsächlich gut macht und ob der für mich was taugt und ob ich euch den empfehlen kann. Ich finde echt, also wenn man so einen mobilen kleinen Industriesauger haben will, der noch dazu extrem leicht ist, guck mal an, den kann man jetzt wirklich mit einem Finger, denkt nur am Daumen. Der ist wirklich super kompakt, den kann man durchaus auch, wenn man wegfährt, mitnehmen oder sowas. Also den passt mit Sicherheit problemlos auch bei mir hinten in den Laderaum. Hier habt ihr noch die entsprechenden Plätze, wo diese ganzen Rohre und Düsen und sonst was dran passen. Also das ist auch echt gut gemacht. Und wir gucken jetzt einfach auch mal die Ausbeute an. Jetzt die beiden kleinen. Ah, hier seht ihr es. Also die ganzen Haare natürlich, die hängen da und also ich finde tatsächlich, es kann sich sehen lassen. Für das Geld mit Akku und Ladegerät kann man das Ding wirklich kaufen, ohne sich groß Gedanken zu machen, ob das jetzt wirklich Geld ins Fenster rausgeschmissen ist. Denn es funktioniert so, es macht das, was es soll. Und für das Geld, da können sich die Großen echt eine Scheibe abschneiden. Und sind wir mal ehrlich, auch bei Aldi und bei Lidl, hinter diesen Eigenmarken, da steckt ja auch irgendein namhafter Hersteller. Könnt ihr wirklich getrost kaufen, kann ich euch empfehlen, wenn ihr sowas sucht. Wie gesagt, ab Donnerstag gibt es den bei Lidl im Laden. Und wenn ihr es nicht wollt, kauft ihn einfach online, das geht ja auch. Also wie gesagt, ich finde das Ding geil, ich kann es euch empfehlen und keine Sorge, nächstes Mal gibt es wieder Bastelvideos. Es kommt auch hier am Bus noch einiges, obwohl er jetzt hier schon fast fertig ist. Ja, was an Video noch fehlt, ist die Gasanlage. Die ist drin, die funktioniert auch. Das Video ist noch nicht da, das habe ich noch nicht ganz fertig gemacht, da fehlt noch ein Teil. Aber das kriegt ihr dann auch noch zu sehen. Dann ist ja der eigentliche Bus fertig. Es kommen aber noch andere Sachen. Ich habe jetzt noch zwei Sachen, die ich noch nachträglich nachrüste, die vielleicht auch für euch interessant sein können. Das kommt jetzt garantiert die nächsten Wochen, sofern das Wetter noch ein bisschen hält. Es ist jetzt eisekalt, aber nichtsdestotrotz, ein bisschen kann man noch machen. Das kriegt ihr alles noch zu sehen. Und wie gesagt, vermutlich nächste Woche das Video mit Meister Frickel. Und ja. Für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch eine coole Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Wenn du mehr sehen möchtest, abonniere meinen Kanal. Und wenn du mich unterstützen möchtest, findest du in der Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung verschiedene Wege, wie du das tun kannst. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.